Hey ihr da draußen und ganz herzlich willkommen zu diesem neuen Video. Ja, meine Lieben, es ist schon eine Weile her, seitdem ich eins aufgenommen habe. Ihr habt es gar nicht bemerkt, weil ich für den ganzen September die Videos vorproduziert habe. Einfach weil, ja, ich habe es irgendwie ein bisschen gebraucht, aber ich wollte nicht wieder so eine extreme Pause haben, sondern einfach für mich nebenbei mal sagen, hey, chill mal. Ich weiß nicht, wie ich dazu kam, aber ja. Es gibt einem immer wieder so neue Motivation, neue Ideen und wenn man eine Weile nichts macht, dann hat man wieder richtig Motivation, irgendwas anzufangen. Und deshalb bin ich jetzt wieder hier. Wir gucken uns heute, das ist der 20.09., die Urpferde an. Ihr werdet das Video sicherlich sehen, wenn die schon wieder weg sind. Weil das einfach vom Zeitlichen her irgendwie da nicht hinhaut. Aber ich versuche es irgendwo reinzuquetschen, dass es nicht noch einen Monat dauert oder so. Aber ja, wir werden uns mal die Urpferde angucken. Und ich werde euch auch mal erzählen, welche ich habe und ja, warum. Also ihr seht ja, dass hier gleichzeitig die großen und kleinen Urpferde sind. Wobei ich ja sagen muss, Star Stable hat früher immer gesagt, dass die nie wieder zurückkehren. Aber ja, ja. Hier sind sie doch wieder da. Aber es ist natürlich auch trotzdem ganz cool, weil, ja, für die sie halt wollen. Ja, und hier hat es tatsächlich wirklich alle Urpferde. Ich würde sagen, wir fangen mal an mit dem Kleinen hier. Und das habe ich tatsächlich auch. Dieses Kleine heißt bei mir Blueberry. Und ich muss sagen, ich finde die unverwandelte Form echt schön. Ihr wisst ja, ich bin allgemein nicht der allergrößte Freund von Urpferden, aber wenn ich sie so angucke, sie haben schon was Auffälliges, muss man sagen. Dieses Pferd hier fand ich immer schon ganz cool vom Aussehen, aber ich habe es mir trotzdem nie gekauft. Fragt mich nicht. Und dieses Pferd, das habe ich auch noch. Das heißt bei mir Candy Crush, so wie glaube ich drei Pferde, weil ich es immer wieder vergesse, dass ich sie so genannt habe. Und ich habe mir das Pferd gekauft, weil ich heiße ja Lila Nordfield und dann dachte ich mir so, ja, musst du auch ein lila Pferd kaufen, weil das muss ich irgendwie dann. Und man sieht hier dieses Gepardenmuster. Also müsste ich mich nochmal entscheiden. Ich glaube, ich würde mir das Schwarze hier kaufen, einfach weil es mir im verwandelten Zustand am besten gefällt. Ja, dann sehen wir natürlich dieses Pferdchen hier. Das ist unser Rainbow Horse und die unverwandelte Version. Das muss ich mal kurz auf meinem Handy gucken. Das weiß ich nämlich gar nicht mehr. Puh, da ist gerade noch eine Netflix-Serie laufen. Ups. Okay. Ja, okay. Ich muss mal kurz suchen. Hier, ich habe die Star Stable and Friends App und ich denke mal, die meisten von euch. Ich hoffe, deine News stand noch mal kurz dieses, was vorher und danach war. Gary ist wieder da, genau. Und auch auf Instagram hat Star Stable dann gepostet, wie die Pferde vorher aussahen. Also das vorher so ein graues. Und ich muss sagen, ich finde es eigentlich ganz schön. So, wenn ich jetzt mich noch mal entscheiden müsste, finde ich dieses Rainbow-Pferdchen ziemlich cool. Also es hat was ganz Spezielles, finde ich. Aber zum anderen denke ich mir natürlich auch so, brauchst du das so? Also ich würde es jetzt wahrscheinlich nicht oft reiten, aber so zum Angucken finde ich es eigentlich ganz schön. Genauso wie dieses hier. Also ich finde, das sieht irgendwie so speziell aus. Das ist so eine Kunst für sich. Und die Farbe spricht mich irgendwie sehr an. Die erinnert mich so an Pandoria, muss ich sagen. Und an so ein Bild von der Vicky Blueberry Sea. Die weiß gar nicht, ob sie noch Star Stable bespielt oder malt oder so. Aber ja, das erinnert mich direkt daran. Deshalb finde ich die Farbe eigentlich mega schön. Aber wie gesagt, die Urpferde, die würde ich jetzt einfach nicht so im Alltag reiten. Das ist für mich eher so wie so Schmuck. Das hört sich jetzt gemein an, aber es ist irgendwie so. Dieses Goldene, das ist auch. Ja, das habe ich ja. Das ist eigentlich, ja, wie soll man die Farbe beschreiben? So ein auch goldenes, falbenes Fell und eine etwas hellere Mähne, soweit ich mich noch erinnern kann. Wir gucken uns das nochmal kurz an auf Insta. Könnt ihr euch übrigens auch gerne angucken.
falls ihr das sehen wollt. Also das Dunkle, also das Blaue wird zum Schwarzen. Das Pinke wird zum Grau mit brauner Mähne und das Grüne, was wir hier auch sehen, das wird zum Dunkelbraun mit so falbener Mähne und dann eben gerade das Goldene, was wir gesehen haben. Also das habe ich mir damals gekauft, weil mir die unverwandelte Form so gefallen hat. Mit dem Regenbogenen, das wird wie gesagt grau mit weißer Mähne. Und was war denn das Letzte? Ach so, das da hinten wird braun mit schwarzer Mähne. Genau, und bei den anderen wisst ihr ja, dass die grau und schwarz werden. So, aber ich muss sagen, bei den Urpferden hat mich immer eine Sache sehr gestört. So, wie gesagt, also die Fellfarben sind schon echt cool und schön. Das ist auch echt speziell. Oh, meine Augen tun weh, wenn ich das Pferd angucke. Das sind ja auch blaue Punkte. Also es ist wirklich nicht hässlich, aber die Mähne. Das sieht. Die Mähne gefällt mir irgendwie überhaupt nicht. Ja, was soll ich dazu sagen? Aber die Felle sind sehr, sehr unterschiedlich und divers. Und da konntest du hast ja wirklich mal kreativ sein, sage ich jetzt mal. Weshalb ich jetzt wirklich auch kein Gegner von Urpferden bin. Aber so rumreiten mit denen, das mache ich einfach nicht oft. Weil ich finde, das ist einfach ein bisschen, ja, zieht Star Stable ins Unrealistische. Hört es jetzt komischer, wenn ich es sage, aber es gibt jetzt auch kein Einhörner Pegasus offiziell, Story Quest, im Spiel. Und da finde ich, irgendwie passt es nicht ganz so in meine Vorstellung davon und deshalb bin ich einfach nicht so der große Fan von mit denen rumreiten. Aber ich muss euch ehrlich zugeben, dass wenn ich mir welche zur Deko kaufen würde, wären es gerade die, die ich nicht habe. Und zwar das mit der roten Mähne. Dieses hier auf jeden Fall und das hier vielleicht auch. Aber das hat es mir schon ein bisschen angetan. Und deshalb werden wir auch direkt ein Bild mit ihm machen. Weil es ist schon. Ja, es ist schon ein hübsches Pferd. Nee, es gefällt mir wirklich echt gut. Aber wie gesagt, ihr wisst, meine Urpferde stehen eigentlich nur im Stall rum. Und ich gucke sie mir manchmal an, so. Aber das war es dann auch, weshalb ich mir das jetzt auch nicht kaufen werde. Weil ich das irgendwie, ja, dann sinnloses Geld, irgendwie sehe ich das dann so. Aber wir brauchen den perfekten Blickwinkel, wisst ihr? So ist das. So ist es komplett perfekt. Und so werdet ihr es wahrscheinlich auch auf dem Thumbnail sehen. Oh, jetzt haben wir ein paar Leute getroffen. Das passiert manchmal, wenn man dann zu öffentlichen Orten ist. Ja, da gab es ja auch eine längere Geschichte zu meinem Account. Ja, ich habe einen kleinen Fehler begangen, aber ich denke, dazu hört ja dann auch mal Nali Talk, was damit passiert ist, weil es manche interessiert hat, aber es war wirklich nicht gut. Na gut. Also, an der Stelle würde ich mich dann aber auch verabschieden von euch. Es hat mich gefreut, dass ihr dabei wart heute bei diesem Video. Und bitte schreibt mir gerne mal eure Meinung zu den Urpferden in die Kommentare, welche ihr habt und welche ihr schön findet, was ihr vom Preis haltet. Wobei, warte, wir machen diesmal was ganz Besonderes. Wir machen Frage A, B und C. Und ihr könnt sie alle beantworten, wenn ihr Lust habt. Also Frage A. Welches Urpferd habt ihr schon, beziehungsweise welche Urpferde habt ihr schon? Frage B. Wie heißen sie? Also die Namen eurer Urpferde, falls ihr das wisst. Und Frage C. Würde ich euch wünschen, dass nochmal Urpferde kommen? Und wenn ja, was für welche? Also andere oder ja? Das sind Frage A, B und C. Und ich freue mich sehr, ob das irgendjemand macht. Naja, mal gucken. Macht's gut, meine Lieben. Und bis zum nächsten Mal. Oh, langsam sammelt sich hier alles.